11 Freunde sollt ihr sein und FIFA kostenlos anspielen, denn die FIFA 14 Demo ist endlich draußen auf 360 und PC. Und wir vergleichen sie in diesem Video mal und sehen sofort, dass man nicht viel Unterschied sieht, optisch zumindest. Ja, PC ist ein bisschen knackiger, ein bisschen schärfer, aber ja, qualitativ jetzt nicht so der Riesenunterschied. Wenn keine Bugs passieren, denn das Publikum war bei uns bei einem Spielstart mal einfach starr, hatte auch was Gespenstisches, aber ja, nach dem Neustart ging es dann wieder. Was natürlich erstmal klar sein muss, die Engine, die man hier auf 360 und auf PC sieht, ist nicht die der Next-Gen-Versionen. Nein. Was natürlich jetzt bei 360 verständlich ist, beim PC jetzt eher armselig fast schon, weil es gäbe schon Hardware, die das abspielen könnte. Ja, schon, aber dann müsste man wahrscheinlich noch warten, weil die Versionen wahrscheinlich zu 50% fertig sind. Also ich glaube, das wäre sehr locker umsetzbar gewesen, nur EA ist jetzt nicht so der größte PC-Fanverein, was FIFA angeht. Das noch dazu. Ja. Und ich glaube, sie wollen ihre Next-Gen-Version einfach auch verkaufen. Und da muss es auch einen Grund geben dafür. Kommen wir zum Spielerischen. Es ist natürlich in FIFA, es ist wieder sehr, sehr gut, zumindest nach meinen Demo-Eindrücken. Und witzigerweise, also auf Tempostufe normal, wirkt es auf Konsole etwas träger als hier auf dem PC. Ja, ist mir auch aufgefallen. Es wirkt ein bisschen arcadiger dadurch auch, ein bisschen, wie du schon gesagt hast, schneller. Die Wucht fehlt so ein bisschen, die man halt aus der 360-Version hat. Gewicht der Spieler genau, auch. Das Gewicht und so. Der Spieler. Genau, es ist alles ein bisschen hampeliger, ein bisschen abgehackter und so, hat man zumindest das Gefühl, als eben hier bei der 360. Ansonsten natürlich Controller anschließen und so, ist alles komplett identisch, sowohl Modi als auch spielerisch sonst. Die Demo ist noch auf Englisch, muss man dazu sagen. Nicht, dass sich jetzt einer wundert, dass der Kommentator hier so seltsame Sprüche ablässt. Und ansonsten kann man keine großen Unterschiede ausmachen. Mein Tipp noch, wer auf PC spielt, bitte nicht den V-Sync abschalten, weil dann wird es ganz ekelhaft. Ja. Also dann ist es unspielbar. Modi gibt es zwei in der Demo. Freundschaftsspiel und Ultimate Team kann man ausprobieren. Und 8 Mannschaften sind es. Genau. Leider kein FC Bayern, da muss ich EA auch gleich mal für. Aber wenigstens Red Bull New York. Ja, und Mats Hummels, der trifft. Wenigstens in der FIFA 14 Demo noch. Aber nicht mit dem Kopf. Und wer jetzt Lust drauf bekommen hat, auf die Demo, Xbox Live, Gold-Inhaber können es jetzt schon runterladen. Der Rest erst am 17., glaube ich. PC gibt sie über Origin und auf der PS3 soll sie noch im Laufe des Tages, also heute, rauskommen.